Hallo Leute, da bin ich wieder bei uns hier auf dem Betriebshof hier in Bergkamen. Heute stelle ich euch mal den Bus vor, den wir letztens doch aus Oberhausen abgeholt hatten. Da ist der Drucker jetzt drauf. Der müsste eigentlich auch fahrtüchtig sein, fahrfertig sein. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. So, den Schlüssel habe ich schon mal. Er hat, glaube ich, den Wagen Nummer 43. Steht hier drauf, aber ich meine, das wäre 1043 oder so. Das schauen wir uns mal an. Heute ist Sonntag. Ich habe diesmal mal ganz früh angefangen zu drehen. Ja, 1043, so sieht der aus. Der war ja schon weiß, aber vorne die Front ist natürlich rot geworden. Der Kopf, sag ich mal. Wie wir hier von außen sehen können, das hier, das finde ich ja immer so schön. Im Winter ideal, dann werden die weißen Busse nicht schwarz. Das sind diese neuen Ringe, die haben wir jetzt mal so als Test mal zwei Stück mal so dran gemacht. Wie ihr sehen könnt, die sind, finde ich, viel besser als diese Dinger. Die, da können die sich gar nicht verdrehen. Ja, wenn vier Stück wenigstens mal fest sind, die sind teuer, habe ich mir sagen lassen. Und beim Abmontieren auch irgendwie schwer, da muss man so ein Spezialwerkzeug für haben. So, dann gehen wir mal weiter durch. Hier vorne, das ist der Setra, da hattet ihr ja mal gesagt, warum stellst du uns den mal nicht vor? Das ist nicht unser, sorry, sondern hier von der Firma Knepp. Da müsste ich mal nachfragen und so, aber scheint ein schönes Teil zu sein. Wir können ihn das schon mal von außen vorstellen. Richtig schöne Felgen. Ja, was ist das überhaupt für einer? Die hatten mal einen anderen. Naja, nicht schlecht, aber ist nicht unser. So, wir haben jetzt hier den 43, den wir uns mal zur Brust nehmen. So. Das sieht doch schon mal schick aus. Das ist hier das mit der Scheibe. Hier ist alles komplett frei. Hier ist keine Scheibe. Aber ab hier, wo eben halt Gesichtsbereich ist, da ist ein Spuckschutz auch richtig mit Prüfsiegel und. Ganz anders aufgebaut als bei uns. Aber die Dinger sind hier natürlich durchlöchert alle. Wenn die irgendwann mal abgehen sollten, hat man da natürlich richtig viele Löcher drin. Deswegen können die auch von mir aus drin bleiben. Wenn die so schick sind, nicht so mit Folie und so, dann ist das okay. So, ich gucke gleich mal, Mappe, Fahrzeugmappe liegt da. Was für ein Baujahr der ist, wie viel Kilometer der hat und so, wissen wir ja alles noch nicht. Und ich habe gesehen, Schlüssel hat er da vorne. So, mal gucken. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hat er noch einen Trennschalter oder so? Der hat wohl einen Trennschalter von außen reingemacht. Warum auch immer. Müssen wir gleich mal gucken. Wir können uns den jetzt aber so schon mal angucken. Jemand hatte mir gesagt, wenn so drei Dinger sind, wenn er vier Gänge hat, dann ist das ein Void-Getriebe. Das hören wir dann später mal rein, was das für einer ist. Türen vorne, hinten, das ist klar. Warnblinkanlage, absenken, hoch, Haltestellenbremse. Hier kann man dann im Display die Menüs hoch und runter schalten. Ja, nichts Außergewöhnliches. Sonst nirgendwo unten, da werdet ihr wieder fragen, aber das hatte ich ja schon mal erklärt, was das alles ist. Ja, der hat hier auch mit Konvektor Klimaanlage sogar. Okay. Und mit digitaler Tachoscheibe. Ich guck mal, wie viel Kilometer. Ich guck mal, was für ein Baujahr das ist und mach den Trennschalter umlegen. Dann machen wir hier erstmal weiter, bevor wir nach hinten gehen. Bleibt dran! So, jetzt
hört sich das ja wieder nach einem Orchester an hier. Ich rede lieber gleich erst weiter, wenn der Motor läuft. Mal gucken, ob wir den ankriegen hier. 21, 22, 23. Ja, 3 Sekunden festhalten, dann läuft sie. Also, der hat 589.082 Kilometer gelaufen. Das ist ein, oh, man hört ja kaum ein eigenes Wort, A21 von 2010. Ich melde mich mal gleich, wenn er Luft hat. So, jetzt hat er Luft. Jetzt können wir mal gucken, die Türen. Klappt astrein, hinten. Boah, was knallt der denn da so? Kann auch sein, dass er jetzt geklebt war. Mal gucken nochmal. Also der muss noch eingestellt werden, auf jeden Fall. Aber er ist wohl fahrbereit, sonst würde er jetzt hier nicht stehen. Ganz kurz, ja, da ist unsere neue Oberfläche. Den darf ich nicht vorstellen. Ich habe keine Genehmigung dafür bekommen, deswegen lasse ich das auch sein. Aber ich muss mich trotzdem anmelden hier, damit wir das Piepsen und so nicht sehen. Sonst meckert der nämlich. So, wir gehen einmal, ich mache mal Motor aus. Und gehe mit euch mal hier hinten hin. Die Erfahrenen von euch, die haben gesagt, das sind ja Kölner Busse, Schilling-Gruppe. Hier war ja früher mal so ein Automat. Hier sind auch noch die Löcher noch zu sehen. Der war wohl hier fest. Da konnten die Fahrgäste wohl... Oh, das klappert aber auch hier. Muss erstmal einer gefahren werden und dann... Der ist hier unten noch lose. Der wird auf jeden Fall stören. Wird uns gleich bestimmt auch beim Fahren stören. Hier hat er jetzt einen Sitz, sonst war da der Fahrscheinautomat. Ja, nichts Besonderes. Man sieht auch richtig Abnutzungsspuren schon, wenn er so in die Jahre gekommen ist. Wenn hier Leute gesessen haben, die ihre Füße hier auf die Sitze gelegt haben und, und. Die Tür ist jetzt noch auf, aber ich sehe gerade hier so einen Wabenplan hier von Busse in Köln. Aha. Ja, ich weiß nicht, warum der noch hier ist. Könnte man theoretisch abmachen, aber hat sich auch noch keiner für interessiert. Auch gut. Ja, so sieht die hintere Gruppe hier aus. Nichts Besonderes. Alles gut. Ja, wichtig war ja für uns gleich der Motor, wie er sich beim Fahren verhält. Allein anstand dieses Zeichens hier hatten eigentlich schon erkannt, dass das eben halt so ein Kölner Unternehmer früher da gefahren ist. Rampe klappt hier überhaupt? Ja, Rampe ist auch alles okay. Gut, dann hören wir uns mal den Motor an. Mal gucken, ob der von außen startbar ist. Heute bin ich auch mit Mikrofon unterwegs. Mal gucken. Ja, ich glaube, ich kann den von hier aus starten. Ich glaube, ich habe die Zündung angelassen. Das ist auch wieder so ein stehender Motor, so wie es aussieht, oder? Ja, ne? Der sieht mir so klein aus. Guckt mal. Ne, ist ein normaler Motor, ist kein stehender Motor. Warum ist der hier so? Ist so richtig Druck drauf. Okay. Sieht auf jeden Fall schön sauber aus. Mal gucken, ob wir den von hier aus gestartet bekommen. So, und Pustekuchen. Entweder habe ich Zündung nicht angelassen. Ich gehe noch mal gucken. Sonst starte ich den von da oben. Jetzt habe ich den mal so rangehängt. Der müsste eigentlich jetzt auch startbar sein. Das sind alles Vorführeffekte, Leute. Und ihr seid immer direkt mit dabei. Doch, Zündung hatte ich eigentlich an. Dann klappt das wohl nicht. Jetzt müsste das aber von hier aus klappen. 21, 22, 23, jawohl. Jetzt werdet ihr sagen, warum springt der an mit offener Klappe? Hatte ich euch gesagt, ich hatte das Ding hier so umgelegt. Ja.
So, der Motor hört sich doch mal gut an. So, jetzt fahren wir den noch eine Runde und dann gut ist. Zielanzeige hatte auch. Ich melde mich gleich mal an und dann gucken wir weiter. So sieht das aus. Linie 898. Der war zufällig so eingestellt. Wir sind ja nicht auf Linie. So, wir fahren jetzt mal eine Runde. Mal gucken, wie der sich so verhält. So, dann gucken wir mal, dass wir eine Runde gefahren bekommen hier. So, mal gucken, ob ihr auch alles sehen könnt. Ganz wichtig, Leute, erste Fahrt, wenn ihr so einen Bus habt, Sitz einstellen. Ja, da ist das A und O bei mir auf jeden Fall. Sitz einstellen. So. Dann bin ich mal gespannt. Wie ihr sehen könnt, ich bin heute auch nicht auf Arbeit unterwegs, sondern privat. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, wo ich den Bus hier gesehen habe. Wer weiß, wann ich den wieder zu Gesicht bekomme. Boah, Lenkung ist leicht. Lenkung ist schon mal super, Leute. So, diesmal drehen wir mal auch von der Seite, fahren wir das alles mal. Oh ja. Der zieht gut. Ich merke das beim ersten Anzug schon. Das sind Windgeräusche. Dritte Gang. Vier. Okay, dann wird das von einem Voigt-Getriebe sein. Einer hatte mal gesagt, wenn er nur vier, fünf Gänge hat, dann ist das Voigt. Wenn er mehr hat, dann ist das ein ZF-Getriebe. Aber ich höre im Moment nur Windgeräusche. Aber auch nicht dieses klassische, das ist ja ZF, was das alles ausmacht. Aber Leute, ich bin begeistert von dem. Irgendwie, der fährt gut. Mal gucken, ob er jetzt den Berg hier noch gut hoch schafft. Ah ja, oh, der will. Ja. Ast rein, der geht hier. Super schnell hoch. Hier ist aber 30er Zone, müssen wir aufpassen. Schon runtergeschaltet. Jetzt noch ein bisschen Gas, geht down. Oh ja. Endlich mal ein Bus, wo Kick down klappt. Das konnte ich jetzt gut machen, weil wir den Berg hoch waren. Der war auf dem zweiten Gang. Dann hat er den runtergeschaltet auf den ersten und dann hat er richtig Gas gegeben. Ja, der ist gut. Also mit dem könnte man schön Linien fahren. Ja, auf jeden Fall. Also, manche haben ja gesagt, beide Hände am Lenkrad. Leute, übertreibt es nicht. Ja, man, ich könnte nie im Leben 8 Stunden lang so fahren. Das geht einfach nicht. Es passiert doch nicht, wenn ich sehe, Gefahr, dann kann ich ja sofort hier rüber gehen. Natürlich bei der Prüfung, der Prüfer, der will das sehen, beide Hände am Lenkrad. Und auch am besten so drehen hier, so. Ja, so und so. Ich würde den ganzen Tag so gar nicht fahren. Aber der Bus, der ist in Ordnung, Leute.
das muss echt mal gesagt werden. Hat sich die Investition. Willow, Spuckscheibe ist auch dran. Hier hat man schön Freiheit für die Leute zu kassieren und so. Ja, wirklich ein gelungener Kauf. Letztens, die waren ja auch schon gut, aber die sind irgendwie sogar noch besser. So. Dann parken wir den mal wieder da rein, wo wir den geholt haben. Jetzt müssen wir hier so einen großen Bogen drehen, weil da einer in der Einfahrt stand. Der steht immer noch da. Boah, der hat aber einen Wendekreis, du. Der hat das nicht mit einmal geschafft. Mein Volvo, der hätte das jetzt mit einmal geschafft, mit der doppelten Achse. Bei dem braucht man jetzt schon zweimal. Ihr werdet jetzt bestimmt darauf geachtet haben, wenn ihr Gang eingelegt habt, erst lenken, wenn der rollt. Wegen der Reifen. So, nicht vorher. Ich weiß, ihr achtet auf alles. Wo stand der denn jetzt? Hier stand der, ne? Ja. So, dann packen wir den mal hier wieder ein. Außer Spesen, nichts gewesen. So, das war's. Ich wollte schon hier Zündschlüssel drehen. Der hat doch hier noch den Knopf hier. Jawohl. Jetzt muss ich mich hier noch abmelden wieder. Schicht beenden. Ja. Schicht im Betriebshof. Jawohl. Haben wir doch gemacht schon. Schichtende. Bitte warten. Super. Den darf ich euch leider nicht vorstellen. Warum auch immer. Gut, dass wir gefragt haben. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und der Bus hat euch gefallen. Mir hat er gut gefallen. Wenn ich mal irgendwann mal hier in Bergkamen eingesetzt werde, dann kann ich diesen Bus ja auch mal fahren. Aber wir haben ja noch andere zwei, vielleicht sind die eingeplant in Werne. Dann werde ich damit fahren und meinen Spaß dabei haben. So viel hierzu. Wir sehen uns natürlich nächste Woche Sonntag wieder. Vielleicht ist ja gleich auf den anderen Kanälen auch noch was. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Im Moment klappt es noch und wir nähern uns auch so langsam der 100.000 Marke an Abonnenten. Das wäre auch noch ein Ziel. Fernsehen war ja mein Wunsch, ist in Erfüllung gegangen. Jetzt noch die 100.000 und dann kriegt ihr Geschenke. Ich verspreche euch, ihr kriegt Tassen, ihr kriegt T-Shirts, ihr kriegt Autogrammkarten. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Wir warten erstmal auf die 100.000k. In diesem Sinne, bleibt gesund weiterhin. Irgendwie schaffen wir gemeinsam diese Pandemie umzukriegen und sehen uns nächste Woche wieder hier auf Mehmet Uwe. Ciao, Leute.